Rund 1500 Meldungen von rassistischen Vorfällen registrierte die Antirassismusstelle ZARA im vergangenen Jahr. Ja, welche Formen gibt es? Wie hat sich Rassismus verändert? Und wie lässt er sich vor allem bekämpfen? Darüber spreche ich jetzt mit Ramazan Yildiz von der Antirassismusstelle Zivilcourage und Antirassismusarbeit ZARA. Herzlich willkommen. Danke sehr. Ja, der ZARA-Rassismus-Report erscheint mittlerweile zum 23. Mal und fasst zusammen, was in einem Jahr ja in Österreich gemeldet wurde. Woher kommen denn diese Daten überhaupt? Genau, wir machen das jetzt, also seit 99 gibt es den Verein und ist erweitert worden 2017 mit der Beratungsstelle gegen Hass im Netz. Das heißt, wir haben dann auch diese Online-Komponente von unter anderem Rassismus. Und das sind alles Fälle, die bei uns in der Beratungsstelle gemeldet werden von hauptsächlich Zeuginnen, aber auch immer mehr betroffenen Personen anteilsmäßig, die sich dann bei uns aufgrund verschiedener Sachlagen natürlich melden, rassistischer Vorfälle, die ihnen widerfahren. Aber meistens sind es schon, ich sag mal, drastischere Fälle, dass diese Eskalationsstufe dann so hoch ist, dass sie sich dann bei uns um Unterstützung oder um eine juristische Beratung genau melden. Also meistens sind dann eher die hartgesonnenen Fälle, habe ich da jetzt so rausgehört. Welche Fälle sind denn hier besonders prägnant gewesen dann im letzten Jahr? Genau, also wir haben das Jahr davor vielleicht einmal zurückgesprungen, strukturellen und institutionellen Rassismus als Schwerpunktthema gehabt im Bericht, wo wir dann auf Gesetze, auf Institutionen, auf den medialen und vor allem politischen Diskurs geschaut haben und da dann eben diesen strukturellen und diesen wirklich tief verankerten Rassismus ausgearbeitet haben. Als Zusatzkomponente kann man dann den diesjährigen Schwerpunkt sehen im Bereich Dienstleistungen, wo der sogenannte Alltagsrassismus dann nicht so fassbar ist. Mhm. Es ist nicht in Gesetze gegossen, es sind meistens auch nicht mutwillig, böswillige, intendierte Fragen oder Verhaltensweisen, aber spiegelt sich trotzdem natürlich in kleinen und großen Hürden der Betroffenen wieder. Mhm. Und wir haben da zwei Beispiele rausgepickt, die auch für mich persönlich sehr plakativ sind. Zum einen ist eine Person of Color, wollte einfach mit seinen Freunden feiern gehen und ist halt in einen Nachtclub gegangen, wurde aber vom Türsteher erst mit vagen Begründungen abgelehnt. Und er hat sich zufriedengestellt und ist dann auf die Seite gegangen und auch gewartet und hat gesehen, dass seine zwei weißen Freunde reingelassen wurden. Mhm. So. Ohne Begründung, ohne nichts. Und als er den Türsteher dann damit konfrontiert hat und gesagt hat, ne, warum und weshalb, wurde er dann auf einmal auch körperlich angegangen. So. Er hat sich nicht gewehrt, ist zurückgetreten, aber aus Ferne beobachtet, wie andere POCs auch nicht eingelassen wurden. Und das sind so Sachen, wo wir keine juristischen Handhabemöglichkeiten im ersten Schritt haben. Es gab ein Entlastungsgespräch, ein sogenanntes. Dazu muss man auch noch sagen, unser Personal, die Beratenden bei uns im Team, das sind alles voll juristisch ausgebildete Personen, beziehungsweise Juristinnen. Und danach gab es nämlich auch eine juristische Beratung des Betroffenen, des Klienten. Im Anschluss haben wir dann ein Interventionsschreiben geschrieben. Das ist eine Sachlagendarstellung einfach, wo dann der Betreiber zum Beispiel dieses Nachtclubs dann mit einem Brief von uns kontaktiert wurde, um einen Diskurs, einen Dialog, einen Austausch auf Augenhöhe zu fördern. Mhm. So. In der Situation war es auch super toll, weil der Betreiber das auch vollkommen als inakzeptabel deklariert hat und gesagt hat, das geht nicht. Er hat die Mitarbeitenden sensibilisiert und auch den Betroffenen nochmal mit seinen Freunden eingeladen aufs Haus. Mhm. Das ist sowas Positives. Das erleben wir aber leider nicht sehr oft. In einem anderen Fall zum Beispiel ist es so, dass ein Schüler rassistisch angegangen wurde im Theater, als er in der Garderobe vermeintlich ein bisschen zu laut war. Ich meine, es sind Jugendliche, Kids. Und er wurde auch von der Täterin, die im Umfeld der SchauspielerInnen zu verorten ist vom Theater, physisch angegangen, indem sie ihn im T-Shirt gepackt und geschüttelt hat und ihn rassistisch beleidigt hat. Und als die Lehrerin interveniert hat, hat sie nicht aufgehört damit. Und als wir auch dieselbe Vorhergehensweise mit dem Interventionsschreiben die Verantwortlichen kontaktiert haben, gab es auch jetzt nicht die große Einsicht beziehungsweise auch nur eine Stellungnahme von der Täterin. Mhm. Das heißt, es ist leider, also das sind einschneidende und wirklich sehr gewaltvolle Momente im Leben von unmittelbar von Rassismus betroffenen Personen. Mhm. Was macht das eigentlich dann mit den Menschen? Man hat ja das Gefühl, man gehört dann gar nicht mehr dazu in dieser Gesellschaft. Eigentlich unglaublich, dass das alles dann letztes Jahr noch passiert ist, wo wir, müsste man meinen, doch in einer gewissen Art und Weise sensibilisiert auch sind.
Ja, da stoßen Sie wirklich sehr viele konkrete Sachlagen auch an, die wir innerhalb des Reports auch und auch mit anderen NGOs, also zum Beispiel ganz präsent ist das Black Voices Volksbegehren gewesen. Mhm. Das hat im letzten Jahr knapp die 100.000 Marke mit, ich glaube, einigen 100, ich glaube 600 noch was Stimmen verpasst. Und währenddessen gab es andere Volksabstimmen, also Prozesse, Volksbegehren, die mit dem Fünffachen davon durchgegangen sind. Mhm. Und da sieht man eben diese Sensibilisierung der Gesellschaft. Und wie Sie richtig sagen, es kann in der Menschenrechtsstadt Wien eigentlich nicht sein und auch in Österreich mit so einer wirklich mit so einem ausgereiften demokratischen Rechtsstaat eigentlich nicht sein, dass solche Rassismen eben immer noch diese Menschen irgendwie betreffen. Mhm. Was kann man da machen? Da haben wir nämlich ganz konkrete Forderungen gestellt, weil 2020 hat die EU-Kommission die Mitgliedstaaten ermutigt, einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus, was wir auch seit Jahren gefordert haben, zu implementieren mit 2022. Das steht auch im Regierungsprogramm der aktuellen Regierung. Es wurde aber bisher noch leider nicht implementiert bzw. auch nicht angegangen. Also wir haben jetzt auch keine Interna oder so davon gehört. Und deswegen haben wir einen Forderungskatalog aufgestellt im aktuellen Rassismusreport, den man auf unserer Website einfach runterladen kann und die einsehen kann, wo wir kurz-, mittel- und langfristige Forderungen und Maßnahmen haben, wo es eigentlich nur den politischen Willen braucht, um das eben in einem ganzheitlichen Programm anzugehen. Mhm. Weil dann können wir nämlich auch, zum Beispiel eine Forderung ist, rassistische Verhaltensweisen bzw. antirassistische Verhaltensweisen in Verhaltenskodizes für Unternehmen zu implementieren und eine nationale Ombudsstelle dafür zu kreieren, die das dann beobachtet und bewertet, beziehungsweise da halt eben dann die Fälle eben mit diesem, auf dieser Augenhöhe auch, und das ist super wichtig dann, aber eben gerecht vermittelt. Mhm. Ist das dann auch ein Problem, dass wir ja gesellschaftlich noch nicht so weit sind, dass wir eigentlich wissen, was ist Rassismus? Kommt das noch vor, dass viele dann sagen, ja, das war noch gar nicht Rassismus jetzt? Ja, und also das spreche ich jetzt aus einer persönlichen Perspektive. Ich verstehe es, weil wir müssen das so verstehen. Mhm. Wir als Verein definieren Rassismus als Machtinstrument, der die Ressourcen in unserer Gesellschaft auch wirklich machtpolitisch aufteilt. Das ist nicht gewollt. Also von vielen in der Gesellschaft, sehr viele sehen oder fühlen sich dann sehr angegangen, wenn sie als Rassist innen oder als rassistische Verhaltensweisen quasi geoutet werden, mhm. Weil sie sich vorstellen, das sind jetzt diese Faschisten oder diese bösen Nazis, die, weiß ich nicht, wirklich also das Ärgste machen. Wir haben damit eben in Österreich auch eine längere Geschichte, wenn sie gerade Nazis, ja genau. Richtig. Das ist natürlich ein Problem, ja. Mhm. Genau, und deswegen, also da möchte natürlich niemand mit in Verbindung gebracht werden. Das Problem ist aber, also ohne ihnen nahtreten zu wollen, Sie und ich, wir sind auch rassistisch, weil wir natürlich, ich jetzt in Deutschland, aber das Schul- und Bildungssystem ist spricht immer noch von der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Mhm. So, und das ist eine tief kolonialistische, sehr problematische Sichtweise auf die Geschichte, die wir haben. So. Und das ist unter anderem auch einer der Punkte, die wir im Forderungskatalog haben. Wir brauchen einen umfassenden Plan, wie wir eben Rassismus und Antirassismus vor allem den Kindern beibringen, weil unserer Ansicht nach ist Antirassismus zutiefst demokratisch und stärkt unser demokratisches Grundsystem. Also in Europa, in Österreich, in Deutschland, egal wo, weil es eben eine Chancengleichheit herstellt zwischen allen hier lebenden Menschen. Mhm. Werfen wir noch mal einen Blick auf die Zahlen. Also 2021 waren es rund 2000 gemeldete Fälle. Jetzt heuer bzw. im vergangenen Jahr 2022 waren es 1500 Meldungen von Rassismus, die ZARA dokumentiert hat. Wie kann man das dann jetzt einschätzen? 2021 waren es deutlich mehr. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dürfte ja besser geworden sein, die ganze Situation. Genau, also die Gefahr sehen wir nämlich auch da drin, weshalb wir uns für diese Pressemitteilung zum Beispiel, also gestern haben wir unseren Report vorgestellt, weshalb wir ihn in die Presseaussendung nicht mit eingenommen haben. Warum? Weil der strukturelle Rassismus nicht in diesen Zahlen eingebettet ist. Unsere Zahlen basieren nur darauf, dass sich Personen, entweder betroffen oder ZeugInnen von eben diesen rassistischen Vorfällen, sich bei uns melden. So, und wo wir dann in erster Linie dann versuchen, den Betroffenen vor allem diese Unterstützung zu geben, sei es juristische oder andere Unterstützung.
Und wir haben halt gemerkt, dass also mit 2020 hatten wir den Gipfel quasi der gesamten Meldungen, die wir erreicht haben. Wir haben, glaube ich, knapp über 3000 Meldungen in dem Jahr verzeichnet. Liegt aber auch unserer Interpretation nach unter anderem daran, dass halt mit Black Lives Matter und mit der Corona-Thematik allgemein sehr viel gemeldet wurde und sehr viel mehr Sensibilisierung für das Thema vorherrschte. Mhm. Und wenn das natürlich abebbt und deswegen auch dieser Schwerpunkt mit Dienstleistungen, der halt nicht so greifbar ist, wenn Menschen es für normal erhalten, dass man zum Beispiel abgewiesen wird von einer Tür beim Club aufgrund von Hautfarbe, Name, Aussehen, egal was, dann ist das ein Problem. Aber das Problem macht es halt nicht greifbarer. Und deswegen sagen wir, wir müssen diesen strukturellen Rassismus, es gibt empirische Studien, auf die können wir vielleicht auch noch gleich eingehen, da kann man die Zahlen rannehmen, aber bei uns ist es leider so, dass das nicht das verdeutlicht, wie strukturell und tiefsitzend eben Rassismus in unserem System ist. Am häufigsten meldeten Betroffene, Zeuginnen und Zeugen antimuslimischen Rassismus. 313 Mal wurde Diskriminierung beklagt, die stattgefunden habe, weil jemand als muslimisch wahrgenommen wurde. Welche Erklärung gibt es denn hierfür? Mhm. Das ist auch leider ein vielschichtiges Problem, wo man dann ganzheitlich rangehen müsste. Was wir da feststellen ist, wir haben sehr viele Meldungen, wo tendenziell daraus abgelesen werden könnte, dass je sichtbarer in Anführungsstrichen jemand als anders markiert ist und verortet wird, desto angreifbarer sind sie im öffentlichen Raum leider. Und so ist es also tendenziell sagbar, dass Frauen zum Beispiel mit Kopftuch ganz klar, weil es eben im politischen Diskurs so ist, weil es eben im medialen Diskurs leider so ist, also wenn man jetzt irgendein Thema hat zum Thema Integration, zum Thema Zuwanderung, Einwanderung oder Geflüchtete etc., es ist wirklich sehr plakativ, wird das Bild der Frau mit Kopftuch, aber von hinten. Mhm. Das entmenschlicht die Person und schafft es viel einfacher, dann ein Amalgam, also eine Zusammensetzung von dieser gesamten Gruppe, ohne diese Individualitäten der einzelnen Personen wirklich rauszustellen, zu schaffen. Und das macht also entmenschlicht die Person und macht sie dann natürlich angreifbarer. Mhm. Und das können wir da leider auch rauslesen. Ich könnte Ihnen da jetzt auch leider auch einige Beispiele geben, wo es irgendwie diese alltäglichen Übergriffe sind, körperliche leider auch, weil Frauen, es muss man wirklich alles, diese ganzen Konstellationen auch sehr intersektional, also nicht nur, dass es Frauen sind, nicht nur, dass das dann vielleicht, also es kann eine schwarze Frau sein, die mit Kopftuch angegangen wird, es kann eine Frau sein mit also körperlichen Einschränkungen, die angegangen wird, etc. Was ich aber herauspicken möchte, ist ganz klar, man sieht, wozu das Ganze führen kann anhand der sogenannten Operation Luxor, die in den letzten 3 Jahren wirklich gezeigt hat, dass weil Ressourcen dafür aufgewandt wurden von den Sicherheitsbehörden, das Attentat am 2. November eben nicht verhindert werden konnte, wo es aber auch eine sehr klare Beweislage gab, auch aus dem Ausland Nachrichtendienste eben Österreich gewarnt haben. Man sieht, dass diese 21.000, glaube ich, Observierungsstunden und man hat noch nicht mal mehr als in Anführungsstrichen ermitteln können. Und sehr viele Verfahren wurden auch deshalb halt eingestellt oder fallen gelassen. Mhm. So. Und wozu das führt, ist, dass vor allem, wenn man sich anguckt, wer da rausgepickt wurde. Also namhafte WissenschaftlerInnen, große Institutionen, die eben in Anführungsstrichen in Österreich für den Islam standen oder eben da vielleicht dazu positioniert wurden. Zum Beispiel Farid Hafez, der sich mit Islamophobie beschäftigt. Und diese Personen wurden natürlich dann angegriffen und in Österreich dann mundtot gemacht. Also dieses Silencing wurde da auf höchster Staatsebene quasi leider nicht, das wurde nicht entgegnet und das wurde freier Lauf gelassen. Mhm. Also der Islam generell als Feindbild in der Öffentlichkeit wird auch politisch sehr oft in dieser Art und Weise erwähnt und das ist ein Problem. Niederösterreich zum Beispiel hat jetzt für seine neue Regierung, die neue Legislaturperiode, die jetzt kommt, auch bekannt gegeben, dass eine Beratungs- und Beobachtungsstelle gegen Radikalisierung und politischen Islam eben geschafft werden soll. Und das sind wahrscheinlich genau solche Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben. Natürlich schürt das in der Bevölkerung Angst und das führt dann wiederum ja über ein paar Eckpunkte
zu solchen einem Verhalten, zu rassistischem Verhalten wahrscheinlich, oder? Das ist komplexer, das Thema wahrscheinlich. Ja, aber man, also, was ich vielleicht plakativ einfach sagen kann, ist auch zum Beispiel wieder mit der Operation Luxor. Wir sehen ganz egal, was für eine Konstellation das war, also mal beiseite gelassen, dass diese Personen freigesprochen wurden. So. Es fanden Razzien statt, wo auch Kinder mit als in Anführungsstrichen Kollateralschaden und darunter gelitten haben. Die Kinderrechte wurden vollkommen missachtet. Und da gibt es wirklich sehr tolle NGOs, die sich dafür stark gemacht haben. ACT-P, also jetzt CAGE Österreich, und einen Bericht auch dazu rausgebracht haben, unter anderem, inwieweit das eigentlich in einem Rechtsstaat nicht sein darf. Mhm. Dass wirklich, also Kinder, egal was für Eltern sie haben, sind schutzbedürftige Wesen in unserer Gesellschaft. Punkt. Ich glaube, da dürften wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Und dasselbe, dieselben Dynamiken spielen sich halt auch wieder, also das mit dem Kopftuchverbot für Kinder und so. Es sind sehr viele Diskurse, die halt da anfangen, weil sie natürlich am angreifbarsten sind, in Anführungsstrichen leider. Und deswegen müssen wir als Gesellschaft halt wirklich uns davor stellen und sagen, hier nicht und hier definitiv machen wir einen Halt. Mhm. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wir haben es jetzt eh schon auch ein bisschen durchbesprochen. Dienstleistungen war ein großer Punkt in diesem Jahr. Jetzt denkt man sich natürlich, was versteht man da jetzt drunter? Wenn ich zum Friseur gehe, dann ist das eine Dienstleistung, aber das ist ja damit nicht gemeint, oder? Vielleicht können Sie das kurz mal einordnen. Doch, teilweise ja, schon. Interessanterweise, wir haben nämlich in unserem Report auch ein Interview geführt, unter anderem mit den beiden InitiatorInnen von Black Voices Volksbegehren, die auch unter anderem darüber gesprochen haben. Also Asma Ayat hat das, es ist eine kopftuchtragende Frau, die eben genau diese Situation geschildert hat. Sie hat halt gewisse, einen Bedarf, wie, oder fragt sich halt rum, wie sie das zum Beispiel eben die Dienstleistung beim Friseur wahrnehmen kann. Und da trifft sie im mildesten gesagt auf Kopfschütteln oder auf Entsetzen. Also, und das darf eigentlich gar nicht sein. Oder Nomi, die sagt mit ihren Haaren, dass sie da sehr oft auf irgendwie Verdutzen trifft, dass Menschen, also FriseurInnen, die ausgebildet sind, nicht wissen, wie sie eben mit nicht glattem Haar arbeiten müssen oder können. Mhm. Und das ist natürlich jetzt kein mutwilliges Ding, dass jetzt alle FriseurInnen RassistInnen sind oder was weiß ich was, aber es zeigt einfach auf, wie klein und wie groß die Hürden im Alltag von Menschen sein können, die von Rassismus betroffen sind und die halt als anders gelesen werden, die nicht als die Norm in unserer Gesellschaft wahrgenommen werden. Mhm. Und dasselbe haben wir halt auch bei diesen gesamten Fällen. Wir haben zum Beispiel einen anderen Fall gehabt, wo eine schwarze Person zu einer Telekommunikationsfirma gegangen ist, um seinen Vertrag zu erneuern bzw. zu wechseln. Und er wurde vollkommen, obwohl er alle Unterlagen da hat, obwohl es eigentlich eine ganz einfache Sache ist. Ich meine, wir alle wechseln irgendwann mal den Vertrag in einem Geschäft. Als er dann auf eine Wand gestoßen ist im Geschäft, ist er einfach zu einer anderen Filiale von derselben Firma gegangen, hat alles machen können, ist mit den Unterlagen dann nochmal zurück und wollte einfach nur sagen, schau, das hat auch geklappt, warum hat das hier nicht geklappt? Die Situation ist dann so eskaliert, dass der Angestellte in diesem Shop dann die Polizei gerufen hat und gesagt hat, der ist jetzt aggressiv geworden, der ist keine Ahnung was. Und daran sieht man halt eben, wie brisant das ist, weil auf einmal ist diese Person dann ein Kollektiv. Also diese Individualität, die wir eigentlich also die Dominanzgesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft im Alltag erlebt, die ist vollkommen abgesprochen, weil nur weil die Person zum Beispiel schwarz ist, wird sie automatisch als aggressiv wahrgenommen. Mhm. Und dasselbe gibt es halt auch bei der Polizei. Also da kann man zum Beispiel, das hatten wir vorher noch erwähnt, die Fundamental Rights Agency, das ist die Grundrechteagentur der EU mit Sitz in Wien. Sie hat in ihrer Being Black in the EU Studie 2021 festgestellt, dass Österreich einer der Länder ist innerhalb der EU, wo am meisten Racial Profiling, Ethnic Profiling von der Polizei begangen wird und wo das Vertrauen der POCs und vor allem von schwarzen Menschen in die Polizei am niedrigsten ist in der EU. Und das sollte uns, glaube ich, als Gesellschaft sehr viel zu bedenken geben. Mhm. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen lieben Dank, danke. Boom, 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 boom.